die Häuser waren Ruinen und das war uns aber auch klar. Das war ja mit ein Grund, warum wir das gemacht haben, weil die Ruinen sozusagen retten wollten. Die waren ja Ruinen nicht durch natürlichen Verfall, sondern durch mutwillige Zerstörung. Es wurde die untere Reihe Dachziegel rausgenommen, es wurden die Kachelöfen zerschlagen, die Fensterkreuze, die Fensterflügel in den Hof geschmissen, alles durch die damals Samok-Trupps, die dieses Haus abrissreif machen wollten für einen Neubau. Sämtliche Sanitäreinrichtungen waren zerstört. Treppengeländer. Ja. Nee, die wollten damals abreißen und neu bauen, weil sich das damals mehr rentierte. Wir waren 3 Jahre lang illegal hier, ne, und hatten natürlich keine Verträge. Und es war eigentlich der politischen Situation zu verdanken, dass das so lange quasi ohne weitere juristische Konsequenzen blieb. Das heißt, der Bevölkerung, den Nachbarn hier sowieso, denen konnte das relativ einfach vermittelt werden, was wir hier wollen. Dass wir eben eigentlich jetzt nicht nur an unsere eigenen Interessen dachten, sondern eben auch so ein bisschen stadtteilpolitisch tätig sein wollten und so weiter. Das war ja mit Teil des ganzen Skandals. Die Firma, die hier eigentlich sich hier eingekauft hatte, die hat sich gar nicht eingekauft, sondern der sind die Grundstücke und Häuser sozusagen geschenkt worden. Ja, und die brauchten nicht mal ihr Eigenkapital da großartig auf den Tisch zu legen, sondern es ist denen sehr leicht gemacht worden, hier einfach Fuß zu fassen. Und umso leichter war es dann natürlich, die hier auch wieder rauszukriegen. Noch dazu sind die auch noch großzügig entschädigt worden. Also wir hatten eigentlich sehr, sehr früh ganz gute Kontakte zu den umliegenden Handwerksbetrieben und kleineren Firmen eben, die das gut fanden, dass sich hier ein bisschen was tut. Und die hatten uns dann auch ihr Material zur Verfügung gestellt, weil wir denen klargemacht hatten, dass wir hier wieder aufbauen wollen. Material zur Verfügung gestellt, was sie nicht mehr gebrauchen konnten, was sie übrig hatten, was sie einfach uns dann auch unterstützungshalber geschenkt haben. Einerseits für die eigenen Häuser hier und andererseits eben auch noch für andere besetzte Häuser. Also das war hier so eine Sammel- und Verteilstelle von Baumaterial und später auch von Know-how. Es gab es eine Mischung aus ausgebildeten Handwerkern, Studenten, Leuten, die im Prinzip so halbwegs auf so einer bürgerlichen Schiene unterwegs waren. Und es gab ein paar ganz rabaukige Hitzköpfe, ganz viele, und die waren nicht auseinander zu dividieren. Und das gab also immer gleichzeitig die Leute, die vollkommen kopflos jede Menge Randale hätten veranstalten wollen, und die Leute, die eine kluge Pressearbeit gemacht haben, und die haben sich nicht gegeneinander ausspielen lassen. Und das war etwas, womit keiner gut umgehen konnte. Ja? Denn man hat jederzeit irgendwie ganz ärgerliche Randale anzetteln können irgendwo, und gleichzeitig Leute, die mit dem Tagesspiegel kluge Gespräche geführt haben oder so und das bürgerliche Publikum auf ihre Seite gezogen. Das war etwas, da konnte der Senat irrsinnig schlecht mit umgehen. Eins von beiden hätte er jederzeit klein machen können. Es gab eigentlich immer so ganz, ganz grob gesehen 2 Linien. Ja, man nannte das teilweise Verhandler- und Nicht-Verhandlerhäuser. So, wir waren immer die sogenannten Verhandler, weil wir in der Tat irgendwas hier wollten und wir dafür eben auch Verhandlungen geführt haben mit Leuten, die auch was zu sagen hatten. So, ne? Also wir wollten ja was machen. Wir wollten, uns ging es eben auch um die Häuser und um den Stadtteil. Und dass man es 30 Jahre erhält. Ohne dieses vollkommen irrationale Moment von aggressivem Widerstand und fundamentalem Widerstand, also unbedingtem Widerstand, wird es nicht gehen. Also wenn man anfängt, von Anfang an sich eine Strategie zu überlegen und zu meinen, wie man denn irgendwie zu irgendwas kommen würde, ohne diese Wut und ohne dieses unbedingte Dagegensein, wird man gar nicht die Kraft aufbringen für sowas. Ja?